Das passierte am vergangenen Wochenende in Hamburg, als Florian West und seine schöne Gesangspartnerin Nicole Mead die Bühne in der Barclaycard Arena betraten. Das nette Duo sang eigene als auch gecoverte Hits der 90er. Wir trafen sie Backstage bei dem Mega 90er Live und fragten nach, wie man so ein Riesenpublikum zum Schwingen bringt. Sind beide Kids der 90er? Ja, definitiv. Ja, und wir kennen uns beide aus dem Dschungelcamp. Und Nicole ist eine erfahrene Schauspielerin, hat auch eine Gesangsausbildung. Und ich war eh schon im 90er-Projekt. Und nachdem Gina-Lisa ausgestiegen ist, gab es nur eine Wahl, das war die Nicole. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir beide sind jetzt ein perfektes Team. Ja, absolut. Also Gesangsduo. Heute auch megamäßig Spaß gemacht. Ja. Kommt wahrscheinlich auch die nächste Frage dazu, aber es war wirklich der Hammer. Ja. Wir hatten schon viele gemeinsame Auftritte, aber heute vor so einem gigantischen Publikum. Wahnsinn, dass wir auch überhaupt dabei sein dürfen. Und ja, wir haben unser Bestes gegeben und das ist uns sehr gut gelungen, würde ich mal sagen. Wir haben Gas gegeben. Die Leute waren auf unserer Seite. Saturday Night, Coco Jumbo, Barbie Girl, die ganzen Number One Hits. Ja. Ich glaube, deine Hüfte hat auch gebebt, oder nicht? Also sowas Siehst du? Also wir singen seit dem April zusammen, da hat Nicole professionell das Album eingesungen. Sie hat eine richtig geile Gesangsstimme, hast du ja wirklich. Danke. Und ja, seit diesem Jahr singen wir zusammen. Genau, also Open End. Ja, und natürlich die Vorarbeit, das Album einzusingen, wir haben noch eine Single aufgenommen und jetzt eben das Ganze zu performen, ist natürlich für uns gigantisch, weil wir echt super viel Spaß zusammen haben und als Team mega funktionieren. Ja, wie ein Pärchen quasi. Nicole hat eine sehr gute Ausbildung genossen als Schauspielerin, das heißt Disziplin, Lernen, pünktlich sein, eine Arbeit mit Freude machen, so das hat sie nicht. Gina hat das nicht. Das war's. Also, wie Flo vorhin schon gesagt hat, wir kennen uns ja aus dem Dschungel. Und dann wusste man auch, wenn man im Dschungel ist und wirklich man denkt, man hängt da nur aufeinander, ist aber auch eigentlich gar nicht so. Nee. Und wir haben uns wirklich richtig erst nach dem Dschungel kennengelernt. Und ich muss sagen, die Arbeit mit ihm macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe auch nach dem Dschungel viel mit der Gina zu tun gehabt. Und ich bin froh, dass Flo mein Gesangspartner ist. Und wir funktionieren super und haben super viel Spaß. Nein, also das Camp ist schon die harteste Show, die es in Deutschland gibt, das größte Format. Ja, man kann sich freuen, dass man dabei ist. Es ist wirklich harte, man kämpft mit sich selbst, es ist nichts gefaked. Ja, es ist alles 100% echt und es ist wirklich Wahnsinn. Jeder, der da drin ist, hat mit Respekt verdient, weil man 14 bis 15, 16 Tage mit sich kämpfen muss. Ja. Ihr könnt gekämpft, ich habe gekämpft, also jeder, der drin ist, kämpft. Ja, es ist echt krass. Es ist wirklich real, was man da sieht. Ja. Natürlich kann man nicht alles zeigen in dem Format. Da werden die besten Frequenzen natürlich rausgesucht. Trotzdem ist es alles echt. Was jeder da drin selbst macht und steuert, das ist ihm überlassen. Genau. Aber alles, was passiert, passiert. Also ich bin ja von diesem Beauty-Botox-Gedöns-Trip eigentlich weggekommen seit dem Camp. Ja. Und ich ernähre mich vegan, trinke viel Wasser, ernähre mich sehr gesund, wenig Kohlenhydrate, wenig Zucker, ab und zu eine Feuchtigkeitscreme, das war's fertig. Mehr braucht man eigentlich nicht, weil man kommt auch ohne den ganzen Shit zurecht. Genau, bei mir ist es, ich lebe vegetarisch, teilweise vegan und bei mir ist noch nie irgendwas gemacht worden, wie man auch sieht. Also es ist auch im Gesicht, es ist alles echt und bin da bisher immer gut gefahren und bleibe auch dabei und Mut zur Natürlichkeit. Weihnachten, also ich bin ein sehr familiärer Typ, meine Großmutter ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe nur noch eine Großmutter, alle anderen sind schon verstorben und die besuche ich eigentlich, da penne ich bei ihr und meine Großmutter ist auch der einzige Mensch, mit dem ich mich richtig streiten kann und sie mit mir und ich bin bei meiner Großmutter. Meine Mutter ist dabei, sehr gut. Ja, ich feiere auch mit meinen Eltern, meine Großeltern sind leider beide schon verstorben, aber meine Eltern sind natürlich dabei. Es gab noch nie ein Weihnachten, wo meine Eltern noch nicht da waren oder ich nicht da war und das wird traditionell in der Familie gefeiert. Hey, hier sind Nicole Mead und Florian West von We Love the 90s. Wir grüßen die Zuschauer von Metropolitan Wave. Was sollen wir machen? Ja.
sagt man Wave. Metropolitan Wave. Wave, wie das nennt. Wave? Aha, okay. Also hey Leute, hier sind Nicole Mead und Florian West von We Love the 90s. Wir grüßen euch von Metropolitan Wave. Seid das nächste Mal dabei. Schaut hier mal zu und ja, bis bald. Bitte.